Okay, das dachte ich mir fast, dass sie, dass sie trotzdem spawnt, weil sie sind ja auch nicht respawned, als wir... Wahahaha. Mann, ich will mich mit dem nicht im Nahkampf messen. Gut, dann marschieren wir trotzdem jetzt erstmal runter. Wenn ich jetzt hier einfach durchrenne und nicht da rechts rüber, dann locke ich doch die beiden Dingens nicht an, ne? Nee. Gut. Vielleicht kann ich ja hier vom Höhleneingang aus. Auf jeden Fall werden wir wohl mit ziemlicher Sicherheit wieder an die Seelen kommen. Das ist ja schon mal was. Dann haben wir zumindest keinen Verlust gemacht jetzt hier. So, hier war... Genau, da ist einer. Das ist, glaube ich, so ein Nahkämpfer-Typ. Der hält nicht so viel aus. So, aber trotzdem. Ich muss doch da... Kann ich da irgendwie rüberschießen? Von hier vielleicht? Nee. Mensch. Bäh, geh weg, du. Ich renne jetzt einfach erstmal hin und hole meine Seelen. Sehe ich zu, dass wir zumindest den da schon mal tot kriegen. Ich bin versucht, an dem Reaper jetzt einfach vorbeizulaufen. Hi, bye. Lass mich in Ruhe. Und da schießt er mir in den Rücken und ich fange alles von vorne an. Ich bin gerade ein bisschen frustriert. Wer hat sich denn diesen Mist ausgedacht? Und vor allem, warum machen die so viel Schaden? Was soll denn das? Diese Sensenmänner da, das ist doch... Mann! Ich werde gleich in aller Ruhe was probieren. Ich kaufe mir mal ein paar Pfeile hier noch. Ah, nehmen wir die stinknormalen. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich brauche. Ich nehme einfach mal nochmal 60 mit. So. Ich werde gleich, also ich werde jetzt den zweiten Sensenmann erledigen da, möglichst von oben. Ich weiß ja jetzt, wo der steht. Und ich weiß ja jetzt auch, dass es einen zweiten und einen dritten gibt. Und dann werde ich einen Schnitt machen und werde in aller Ruhe gucken, ob es vielleicht tatsächlich eine Stelle gibt, von der aus man den irgendwie im Voraus schon mal töten kann. Weil das ist einfach nur... Also das fängt an, mich richtig anzukotzen. Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Von daher, ich glaube, ich werde den Schnitt auch jetzt schon machen und wieder an die Stelle spielen, wo wir waren. Bis gleich, Leute. Leute, guckt mal, wen ich da gefunden habe. Hä? Scheißerchen steht da und wartet auf uns. Der ist aber tatsächlich erst aufgetaucht. Also ich habe geguckt, immer und geguckt und gedacht, das muss doch da sein, der stand doch da. Und der war einfach nicht da. Dann bin ich einfach mal runtergegangen, habe mich einmal mit dem Typen gekloppt, der da hinten hin und her läuft. Und habe mir dann überlegt, vielleicht spawnt der ja auch erst, wenn ich hier einen bestimmten Punkt erreicht habe. Und so ist es tatsächlich. Jetzt steht er da nämlich. Jetzt können wir den abschießen. Äh.
So, jetzt aber komm. So. Damit ist der Spuk endlich zu Ende. Ich höre aber immer noch welche. Achso, aber das sind bestimmt die Unsichtbaren hier unter uns. Die sind ja schließlich auch noch da. Die werde ich jetzt aber bestimmt nicht triggern. Die sind mir gerade relativ egal. Ja, ja. Haben sie zwar nicht gemacht, aber... Ja, Leute, das hat mich jetzt einiges an Zeit gekostet, auch hier wieder. Das habt ihr ja nicht miterlebt, ich hab's ja rausgeschnitten. Also ich habe den ersten Sensenmann, den habt ihr noch miterlebt. Den zweiten, da bin ich an dem Typen vorbeigelaufen, dem ersten, der mit dem Laser auf uns schießt. Und bin dann mehr oder weniger hinter ihm direkt stehen geblieben. Und, also gerade so, dass er nicht auf uns losgeht. Und habe von da aus den zweiten Sensenmann erledigt, den da hinten in der Ecke, da oben irgendwo war der. Ja, und das mit dem dritten, das habe ich euch eben gerade erzählt. Ich hoffe, es gibt nicht noch einen vierten. Ich hatte nämlich langsam die Schnauze voll. Vor allem habe ich jetzt 64.000 Seelen. Weiß jetzt aber, wie ich die drei Typen hier relativ gut erledige. Also, falls wir dann tatsächlich mal Seelen farmen wollen. Jetzt will ich aber hier erstmal weiter. Aber was ich tatsächlich als erstes will, ist das Sichelmondgras benutzen. So, und dann gucken wir weiter. Ich bin so froh, wenn ich dieses Gebiet hier hinter mir habe. Also, das geht mir so tierisch auf die Nerven. Und ich höre immer noch die Phantome oder was auch immer. Das heißt wohl, hier kommt noch einer. Ah, der ist dann so weit unten, der lässt sich nicht mehr so einfach snipen. Was ist denn hier los? Oh, was ist denn da los? Schnecken? Die sind aber relativ einfach. Diese Irrlichter da, die machen mir schon mehr Sorgen. Ich fühle mich plötzlich erinnert an... Stonefang. Da gab es ja auch diese Irrlichter. Die sind dann explodiert, als wir zu nahe gekommen sind. Ich befürchte, hier wird das ähnlich laufen. Dieser Level ist entschieden zu lang. Oder es fühlt sich... Ne, so lang ist er eigentlich gar nicht. Wenn man erstmal weiß, wo die Typen stehen und wie man die erledigen kann. Aber es fühlt sich halt unglaublich lang an. Durch diesen Mist. So muss ich an denen jetzt irgendwie vorbeirennen, ja? So. Saugsteinklumpen. Was machen die denn? Eine Scheibe aus Vampirerz, das an der Haut haftet. Wertet Krummschwerter, Katanas etc. auf. Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt hier runterkommt. Nee, der bleibt da oben. Schnecki! Schnecki blutet. Wow, Schnecki spuckt. Muss ich sagen, finde ich. Ja, oh Gott. Ich bleib auf Abstand. Eigentlich wollte ich jetzt diesen Gegenstand hier. Schon wieder so ein Klumpen. Oh, diese Irrlichter, die machen mich total nervös. So, warte mal. Der dreht da oben seine Runde. Igitt, warum kommt denn der so tief runter? Jetzt. Klebriges weißes Zeug. Schön. Hat sich total gelohnt. Also. So, fliegt da durch die Mitte einer durch. Ich will nämlich nicht von hinten überrascht werden. Ich nehme jetzt die Zeit, ich beobachte die Flugbahn mal ein wenig.
Ich habe keine Lust, jetzt an dieser Stelle hier drauf zu gehen. Nachdem wir jetzt endlich an den Sensenmännern vorbei sind. Die Sensenmänner, genau. So, der fliegt hier lang, aber der bleibt da oben, ne? Oder fliegt er da unten durch? Ne, der bleibt oben, okay. Das sind allerdings wieder Schnecken. Vielleicht kann ich die anlocken. Ja, die Schnecke kommt. Hierher, Snacky. Snacky, Snacky, Snacky. Oder soll ich es einfach mal riskieren und hier mal in einen reinrennen? Vielleicht explodieren die ja einmal und dann ist gut. Hier, komm. Ach, so schlimm ist der Explosionsradius gar nicht. Ist natürlich blöd, wenn man dann doch mal erwischt wird. Wie viele sind es denn? 4. Wie provoziere ich den da? Ohne gleich von Schnecken gefressen zu werden, meine ich. Hier würde ich mir jetzt den, in Anführungszeichen, kleinen Zauber loben. Also, ich muss daran denken, zwischendurch auf das Schwert umzuschalten, sonst regeneriere ich meine Zauberpunkte nicht. Oh, da hinten sind ganz viele Seelen. Okay. Kann ich den wohl nicht provozieren? Ich glaube, ich will gar nicht zu den Schnecken runter. Ich will hier jetzt einfach erstmal durch. Ich gucke mich da später um. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Einfach erstmal weiter. Oh. Also mit den Kanten habe ich es heute so ein bisschen. Jetzt sind wir bei dieser leuchtenden Treppe da. Die sehe ich dahinter. Das macht mich nervös genug, einfach mein altes Kraut zu futtern. Boss? Fragezeichen? Anscheinend nicht. Na gut, das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Eine legendäre Soldatenseele. Warum ist der hier so aufgebahrt? Ja, wenn ich jetzt über diese Brücke hier laufe, passiert doch irgendwas. Könnt ihr mir nicht erzählen. Och nö. Doch, Boss. Boss ohne Augen. Aber mit einem riesigen Schwert. Oh Gott. Ich möchte das nicht. Der sieht aus, als ob er nicht wirklich weiß, wo ich bin. Wie der da lang schleicht. Nee, der weiß nicht, wo ich bin. Definitiv. Okay, wenn ich das langsam angehe, dann
Wieder ein bisschen auf Abstand gehen. Den schaffen wir. Den schaffen wir. Schön geduldig bleiben. Immer schön geschmeidig. Lass ihn ruhig einmal zuhauen. Ich will meine Seelen nicht verlieren. So, da haut er zu und ich gehe wieder auf die andere Seite. Ich glaube, hier ist es ganz gut, dass wir den Diebesring ausgerüstet haben. Und wenn wir immer hier die Säulen zwischen uns halten, ja gut, das ist langwierig, aber einfach. Zumindest für uns als Magier. Es sei denn, er packt jetzt noch irgendwelche anderen Tricks aus. Denn sonst schaffen wir den. Ich weiß auch nicht, ob der da aus der Mitte überhaupt raus kann. Ich bin lieber etwas zu vorsichtig, als dass er uns auf einmal erwischt. So, jetzt gehen wir hier wieder auf Abstand. Ja, Leute, das ist jetzt ein bisschen... Der macht aber auch einen immensen Schaden. Nee, also wenn da jetzt nicht noch irgendein Trick kommt, also ich hoffe mal, dass diese Säulen uns so ein bisschen vor den Angriffen beschützen. Wenn er natürlich durch die Säulen durchschlagen kann, so wie da zum Beispiel, dann sehe ich dann doch ein bisschen schwarz. Aber der ist auf der völlig falschen Seite. Und der marschiert auch weiter in die falsche Richtung. Also das finde ich gut und wir haben fast die Hälfte. Das ist jetzt ein sehr unspektakulärer Bosskampf, das ist mir schon klar. Aber es ist mir so lieber, als wenn wir jetzt noch große Probleme kriegen würden hier. Der hat echt keine Ahnung, wo wir sind. Wow, jetzt kommt er wieder in unsere Richtung. Geh ruhig weg, also... Du musst jetzt hier nicht herkommen. Ich glaub dir auch so, dass du böse bist. Oh, keine Munition mehr. Diese Schläge, die machen mich so ein bisschen nervös. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Wow. Da habe ich eben fast noch gestanden. Aber jetzt zieht er wieder in die andere Richtung. Ich lasse ihn einfach mal weiter marschieren, oder? So ein bisschen auf Abstand... Dass er möglichst weit von mir weg ist. Der alte Held. Naja, der, was der Bleitsch, der das erzählt hat, dass hier die Barbaren ihre alten Helden bestattet haben? Das wird so einer sein hier. Ja, nebenbei schon mal wieder ein bisschen Kraut futtern. Wow. Da habe ich fast gedacht, wir rennen in den Schlag rein. Der kommt schon wieder hierher. Das gefällt mir nicht. Kann er nicht weggehen? Ich gehe mal auf die andere Seite. Bleib weg von mir. Bleib weg von mir.
Der rennt hier immer nur hin und her, ne? Das ist, einer von diesen Bossen, die richtig einfach werden, wenn man erstmal das Geheimnis kennt. Das ist wie mit den Sensenmännern. Wenn du erstmal weißt, wie die ticken, dann kriegst du die auch. Boah, schnell vorbei. Schnell aus der Reichweite raus. Ich habe echt Angst, dass er durch die Säulen durchschlagen kann. Ich will einfach nur... Das war, glaube ich, ein Fehler. Oder? Nee. Piu! So, jetzt nur nicht übermütig werden. Wir haben ihn fast. Das kann ich jetzt nur noch durch meine eigene Blödheit verkacken hier irgendwie. Oh, oder wenn ich keine Munition habe. Das ist auch immer nicht so schön. So, zwei, drei Schüsse noch. Boah, das ist trotzdem nervenaufreibend hier. Jeder Schlag könnte der letzte sein. Aber nee, letztendlich, also ich denke, den kriegen wir. Das dürften wir schaffen. So, da hätte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen mutiger sein können und gleich nochmal schießen. So wie jetzt zum Beispiel. Und jetzt haben wir ihn schon. Der Sieg ist unser. Auch wenn wir ganz hinterhältige Schweine waren und eine Schwäche unseres Gegners hemmungslos ausgenutzt haben. Aber, naja. Ich kann damit leben. Die Trophäe des alten Helden und wir haben fast 100.000 Seelen. Leute, ich bin ein bisschen überwältigt gerade und wir leben wieder. So, da gehe ich bestimmt noch nicht raus. So, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umsehen. Heilige Pfeile. Heiliger Strohsack, heilige Pfeile. Boah, das war einfach, aber nervenaufreibend. Muss ich ganz direkt sagen. Also, ich glaube, ein Schlag hätte durchaus gereicht, um uns wieder zu den Sensenmännern zu schicken. So, da kommen wir ja her. Also das Coole ist, diesen beleuchteten Weg hier, wo wir jetzt gegen den alten Helden gekämpft haben, den haben wir ja von ganz oben schon gesehen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ich nach den Sensenmännern gesucht habe. 99.000. Und da kommt ja jetzt noch was dazu. So, einmal plopp. Boah, ich finde das gerade ein bisschen... Das ist gerade so ein bisschen, heu. So. Ploppen wir gleich noch die Seelen. Natürlich hier unten, wo uns jetzt ganz schnell ganz was Böses passieren kann. Aber wir kehren gleich in den Nexus zurück und werden diese Seelen gleich wieder als Kapital anlegen. 116.000. Das sind ein paar schöne Level. Und dann können wir hinterher vielleicht sogar noch ein bisschen Ausrüstung oder irgendwas kaufen. Die heldenhafte Dämonenseele ist unser. Da können wir dann auch gleich mal gucken, was uns das jetzt eventuell an Zaubern bringt. Oh ey, ich bin so unglaublich froh, diese Nachricht da stehen zu sehen. Ja, zum Nexus zurückkehren. Denn das bedeutet, dass wir uns potenziell nie wieder mit diesen dämlichen Sensenmännern herumschlagen müssen. Oh. Meine Fresse.